einem Hügel wird August 1938 Österreichs größtes KZ eröffnet. In Mauthausen sind neben Reichsdeutschen vor allem Juden, russische Kriegsgefangene und Ostarbeiter eingesperrt. Zahlreiche Häftlinge werden zu Ernährungsversuchen und Verträglichkeitstests von Impfstoffen benutzt. Dokumente zu einem Großversuch mit Seren der Behringwerke. Dokumente zu einem Großversuch mit Seren der Behringwerke. Dokumente zu einem Großversuch mit Seren der Behringwerke. Mehr als 1000 von Hunger gezeichnete Häftlinge müssen ab Februar 1943 als Versuchskaninchen herhalten. Einige der Impflinge werden ohne Gesicht gezeichnet, als anonyme Versuchsobjekte. Opfer von Impfversuchen der Behringwerke. Die entzündeten Impfstellen gezeichnet wie ein Kunstwerk. Das Ende, Exitus. Auch Lazarettbehandlung ist in Mauthausen eine Umschreibung für Tod. Der Versuchsleiter Dr. Med. Karl Josef Groß lässt sich nach 1945 in Österreich unbehelligt als Arzt nieder. Der Deutsche Hof in Nürnberg, das Hotel des Führers. Hier tagen im Oktober 1942 Elitemediziner über ärztliche Fragen bei Seenot und Winternot. 95 hochrangige Mediziner erfahren, dass bei den Menschenversuchen Versuchspersonen ums Leben gekommen sind. Keiner protestiert laut, keiner tritt aus Protest von seinem Amt zurück. Professor Hans-Joachim Deutike ist nach 1945 Ordinarius in Göttingen und Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Professor Hermann Rhein wird 1946 Rektor der Uni Göttingen. Professor Erwin Gorband wird Direktor des Krankenhauses Moabit und Herausgeber des Zentralblattes für Chirurgie. Hans-Jürgen Staudinger wird Professor in Gießen und Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dr. Med. Josef Kampfhammer war und blieb Ordinarius für physikalische Chemie in Freiburg und gehörte dem Entnazifizierungsausschuss an. Mitglied des Entnazifizierungsausschusses war ebenso Professor Franz Büchner, genannt der Heilige Franz. Er ist Ehrenbürger der Stadt Freiburg.
SS-Hauptsturmführer Dr. Metabil Kurt Plötner, KZ-Arzt in Dachau. Er verbirgt sich bis 1952 unter dem Namen Schmidt. Zwei Jahre später wird Plötner, der Malaria-Versuche an Menschen durchgeführt hatte, in Freiburg zum Professor ernannt. Der Freiburger Hygieneprofessor Paul Uhlenhuth unterschrieb 1933 den Rausschmiss jüdischer Kollegen und beantragte später Menschenversuche an farbigen Kriegsgefangenen. Professor Dr. Med. Paul Uhlenhuth ist Ehrenbürger der Stadt Freiburg. Im KZ Ravensbrück wurden Frauen Wunden bis auf die Knochen geschnitten oder die Knochen mit dem Hammer auf dem OP-Tisch zertrümmert. Die Versuche wurden am 24. Mai 1943 auf der dritten Arbeitstagung der beratenden Ärzte der Wehrmacht in der Militärärztlichen Akademie in Berlin vorgestellt. Der Sauerbruch-Schüler Professor Karl Gebhardt. Er verantwortete die Versuche und wurde dafür 1948 hingerichtet. Fritz Fischer. Er operierte und referierte die Experimente im Mai 1943 vor mehr als 200 Ärzten in Berlin. In Berlin sind alle Koryphäen der deutschen Medizin versammelt. Die meisten halten die Versuche für medizinisch unnötig und für grausam. Von mehr als 200 Spitzenmedizinern protestiert kein einziger. Dr. Med. Fritz Fischer, er wird wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem Pharmaunternehmen Böhringer. Das Konzentrationslager Buchenwald, oberhalb der Stadt Weimar. Buchenwald dient ab 1942 als Experimentierfeld des Berliner Robert-Koch-Instituts, der Wehrmacht und vor allem als Versuchslabor der IG Farben, die neue Präparate statt im Tier im Menschenversuch erproben lässt. Der SS-Arzt Dr. Med. Erwin Ding, Leiter der Pharmaversuche im KZ Buchenwald. Dr. Dings Tagebuch. Vor der Vernichtung gerettet von dem damaligen Arztschreiber in Buchenwald, Eugen Kogon. Im Januar 1942 beginnen Vorversuche. Gesunde Häftlinge werden künstlich zu Fleckfieberkranken gemacht, um an ihnen die Wirksamkeit von Fleckfieberpräparaten zu erproben. Ding lässt zusätzlich Häftlinge anstecken, um stets Fleckfieberkranke vorrätig zu haben, mit deren Blut die nächsten Versuchsopfer infiziert werden. Während sich im Brutraum der Zuchtabteilung die Entwicklung der Läuse vollzieht? Bilder aus dem Wehrmachtsfilm Kampf dem Fleckfieber. Im April 1943 beginnt in Buchenwald eine Versuchsreihe mit den Höchstpräparaten Acridingranulat und Rotenol. Krankheitsmildernd, so Dings Ergebnis, wirken die Mittel in keinem Fall. Stattdessen treten zahlreiche Nebenwirkungen auf. Vor einer Versuchsreihe treffen die Wehrmachtshygieniker Eier und Schmidt im KZ ein. Im Menschenversuch getestet wird ein Impfstoff des Instituts für Fleckfieberforschung des Oberkommandos des Heeres in Krakau. Das Institut der Wehrmacht lässt in Buchenwald unter anderem Impfstoffe gegen Gelbfieber erproben. Es war bekannt,
das durch Einspritzen toter... Leiter in Krakau ist Oberstabsarzt Dr. Hermann Eier. Hermann Eier wird Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni München und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie. Dr. Bernhard Schmidt, der Buchenwald für besonders sauber befand, wird ordentlicher Professor an der Technischen Universität in Berlin. Dr. Richard Haas, Behring-Institut Lemberg, dessen Impfstoff an Häftlingen in Buchenwald getestet wurde, bekommt einen Lehrstuhl für Mikrobiologie und Hygiene an der Uni Freiburg. Professor Walter Kiekut, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der IG Bayer in Elberfeld, unter anderem an Malaria-Versuchen beteiligt, wird Ordinarius für Hygiene und Mikrobiologie in Düsseldorf. Professor Dr. Karl Ludwig Lautenschläger, Betriebsleiter der IG Farben Höchst. Er blieb, was er war. Einer der wichtigsten Zweige der deutschen chemischen Industrie ist die Heilmittelherstellung. Die deutschen Heilmittel sind in der ganzen Welt zu einem Qualitätsbegriff geworden. Füllen von flüssigen Medikamenten in Ampullen geschieht durch Präzisionsapparate, die die Flüssigkeitsmenge genau dosieren und die Ampullen dann automatisch zuschmelzen. Leverkusen hat zur Erprobung von Bayer-Präparaten im Menschenversuch sogar einen eigenen Mitarbeiter im KZ. Dr. Med. Helmut Vetter, zunächst Assistenzarzt an der Uni-Frauenklinik in Frankfurt am Main. Vetter wird 1938 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Bayer Leverkusen eingestellt. Er beginnt mit einem Jahresbruttogehalt von 8.400 Reichsmark. Ab Juli 1941 testet Vetter Bayer-Produkte im KZ Dachau. 1943 erprobt Vetter Fleckfiebermittel der IG Farben in Auschwitz. Während Vetters Menschenobjekte qualvoll zugrunde gehen, steigt sein Einkommen von Jahr zu Jahr. 17. Januar 1945, kurz vor Kriegsende. Die Kopie eines Briefes der IG Farben Höchst an Dr. Vetter, Lagerarzt Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Höchst bittet um Nachricht, für wie viele Fälle er in den nächsten Monaten Material benötige. Häftlinge wurden mit Krankheiten infiziert, die sie nicht hatten. Unzählige starben unter größten Qualen. Als Versuchskaninchen der Pharmaindustrie.